Willkommen zum Erklärungsvideo über das Utility Bike Speno Boost CTCX. Gerne würde ich euch unser System erklären, wie multifunktionell der Velo ist, was man alles mit dem machen kann. Mehr von der Firma Beno Bikes machen Utility Bikes, die zeichnen sich aus durch einen sehr guten Ride. Dann muss es gut aussehen, das wäre eben der Look. Und natürlich muss man etwas mitnehmen, den Cargo. Und aus diesen drei Parametern raus haben wir die goldige Mitte. Das ist Utility. Das ist Boost CD. Das Basismodell kommt immer mit dem hinteren Gepäckträger. Alles andere ist modular aufbaubar, je nachdem, wie es der Kunde halt braucht. Im Boost ist ein CX Gen 4 Motor verbaut. Der kommt standardmäßig mit einer 500 Watt Batterie. Man kann es aber nachrüsten auf die zweite Batterie und somit hat man den 1000 Watt Stundenleistung. Der Rahmen und Gabel ist aus Aluminium. Wir haben einen Blade Fork, der sehr stabil ist. Wir haben am Rahmen drei Aufnahmepunkte hinten dran. Auf diesen drei Aufnahmepunkten bauen alle unsere Rack-Systeme auf. An den vorderen Aufnahmepunkten kann man das Utility Front Tray montieren. Wir von den Beno Bikes haben einen eigenen Pneu entwickelt, 24 Zoll x 2,6. Der ist ein Bestandteil des Velo, eine wichtige Komponente im Bereich Fahrkomfort und Sicherheit. Dazu passend haben wir auch einen Offroad-Tire und einen Spikes-Tire in derselben Dimension. Standardmäßig sind alle Boost Supernova-Licht verbaut, hinten und vorne. Vorne auf dem Schutzblech verbaut, dass wenn man einlenkt, kommt schön das Licht mit, dort wo man herfährt. Das Boost CD kommt standardmäßig mit dem Bosch Purion Display. Das Boost funktioniert gut von 1,55 m bis 1,90 m. Mit dem können wir einen sehr breiten Grössenbereich abdecken. Standardmäßig ist immer das Utility Rear Rack 1 Plus verbaut. An dem Rear Rack kann man so wie es kommt ein oder zwei Kindersitz in drei verschiedenen Positionen montieren. Man kann unsere Satteltaschen montieren oder man kann die Ortliebtaschen montieren. Für das ist nämlich das untere Rail da. Unser Utility Bike Speno Boost CD CX kann insgesamt 200 Kilo laden. In der Grafik sehen wir, wie die Lasten verteilt werden. Alle Gewichte miteinander darf einfach nicht 200 Kilo überschreiten, das zulässige Gesamtgewicht. Wir haben noch ein paar Beladungstipps für einen optimalen Fahrspass. Wichtig ist, dass man Gewicht immer gegen das Zentrum nimmt. Natürlich ist wichtig, wenn man kann, immer die Ladungen tief behalten, lieber in die Tasche, ganz tief runter, Richtung Achsnähe, dann fährt es sich auch besser. Gerne würde ich euch jetzt ein paar Punkte über die Modularität des Beno Bike Boost erläutern. Der Basisgepäckträger ist bei jedem Velo dabei. Das Rear Rack Plus. Auf das Rear Rack kann man obendrauf drei verschiedene Rails machen. Das haben wir einmal das High Rail, das Flat Rail und das Half Rail. Der Miniside Loader hat zwei Funktionen. Entweder als Fussrasten für Kinder oder wenn man eine Kiste oder etwas gerne tief abstützen will und somit optimal geladen hat, kann man es darauf abstützen und anbinden am Rack. Das High Rail ist vor allem in Funktion zusammen mit dem XXL Trunk Bag oder ganz viel natürlich als Schutzbügel zusammen mit Kind zu verwenden. Das Utility Front Tray ist sehr stabil, es ist sehr multifunktionell. Man kann entweder unseren Utility Front Tray Bag rein tun, wo eigentlich ein bisschen wie ein Seesack ist, oder natürlich seinen eigenen Rucksack, Kiste, ein Harras passt genau rein. Es hat die Normgröße 400 x 200 mm. Es passt die Normkiste rein. Die Wheelguard-Sets haben die Funktion, dass natürlich nichts in die Speicher reinkommt, wenn man Ladung will auf der Seite her machen, auf dem Miniside-Loader, oder wenn man natürlich eben Kind will transportieren im Kindersitz oder halt auf den geschützten Sitzflächen. Unser Sitzkissen, das Rackpad, kann man in drei verschiedenen Positionen montieren, entweder in der Mitte, vorne oder hinten. Das ist nur zu verwenden zusammen mit den Miniside-Loaders, den Wheelguard-Sets und dem High-Rail, so dass es halt eine konforme, geschützte Sitzfläche gibt. Unsere Sattelstütze ist standardmäßig mit dem Imbus-Schlüssel zu klemmen. Wir haben jetzt standardmäßig auch eine mit einem Quick-Release für die Familien, die halt immer den Sattel verstellen wollen. Ganz ein wichtiger Punkt ist auch, dass alle unsere Gepäckträgersysteme angeschraubt sind. Das heisst, man kann es immer wieder ändern und upgraden, je nachdem, wie man das Velo benutzt.
Wenn man das Boost wirklich viel beladen will, es auch mit Kindern braucht, ist ein 2-Beiständer unabdingbar. Wir von der Benobike sind selber einen entwickelt, der perfekt mit dem Velo funktioniert und da richtig gut kann. Eben's dafür entwickelt. Dass man eigentlich gut kann befestigen kann, am Benobike Boost haben wir einen speziellen Adapter gebaut, so dass man halt auch eine Tasche verwenden kann und den Adapter und den Anhänger gleichzeitig. Ich würde hier mal gerne das erste Setup präsentieren vom Beno Boost. Sie sehen also hier, wir haben Platz für eine ganze grosse Ortliebtasche. Vorne haben wir gut Platz für den Kindersitz. Sind wir mit dem Highrail ist das gut montiert und schützt das Kind, falls Velo umgeht. Und es kann auch heben. Wir schauen uns gerne mal, wie es hebt. Wir verwenden die Thule Yep Max EasyFit-Sitz. Die haben hier unten so ein super System, das perfekt mit unserem Rack funktioniert. Bei unserem Rack haben wir 3 Positionen, wie wir den Kindersitz montieren können. Die mittler, die hinter oder die vorder. Wir montieren jetzt mal 2 Sitze montieren. So, voilà. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, zum 2 Kinder so zu transportieren. So hat man das 5er und das Wickli. Man kann natürlich schön Kind, 1 oder 2 Kinder hinein haben. Aber Leute, die vielleicht lieber gleich einen Anhänger haben, haben die Möglichkeit auch. Wenn man 3 Kinder hat, kann man 2 in Anhänger, 1 hinten drauf tun. Wenn das alles nicht mehr aktuell ist, kann man es wieder wegnehmen. Man hat wieder ein normales Velo, man kann wieder Einkäufe machen. Es ist multifunktionell. Jeder Anhänger braucht auch ein gutes Zugfahrzeug. Übrigens, alle Informationen findet ihr auf benobikes.com. Gebrauchsanleitungen, Fotos, Verkaufsunterlagen findet man alles dort. Falls ihr weitere Fragen habt, der Alan Fili und der Samuel Wiesog sind jederzeit für euch da und beantworten es gerne.